Hallo liebe Kinderautoren, schön, dass ihr bei uns reinschaut. Heute bauen wir eine ganz, ganz tolle Kerze aus drei natürlichen Materialien. Einem Schneckenhaus, Bienenwachs und dem Mark der Binse. Eine Wasserpflanze, die ihr überall findet. Dazu braucht ihr noch ein Taschenmesser. Wie das Ganze funktioniert und wie ihr aus diesen ungewöhnlichen Materialien eine Kerze zusammenbaut, das erklären wir euch gleich. An Material braucht ihr ein leeres Schneckenhäuschen. Ihr seht, Nacktschnecken sind für diese Bastelei heute weniger praktisch. Ein Taschenmesser, oh Moment, da sieht man den Hersteller, das wollen wir auch nicht unbedingt haben. Eine Binse, eine Dose, ihr habt selbst gesehen, wir haben die schon so eingeknickt, dass ihr da leichter drin umfüllen könnt. Und Bienenwachs, das bekommt ihr beim örtlichen Imker. Ihr braucht deswegen nichts im Internet zu bestellen. Gut, es gibt manche Blocker, die kriegen dann 10% Provision, aber das muss ich nicht. Wir entfernen jetzt vorsichtig mit dem Taschenmesser das weiße Mark aus der Binse. Das ist später unser. So, wir haben jetzt die Bienenwachsbohnen in die Konservendose umgefüllt und setzen eben ein Wasserbad. Wir haben das Mark von der Binse in das kochende Bienenwachs gehalten, haben jetzt einen tollen Docht. Das Wachs ist bereits geschmolzen und jetzt können wir umfüllen. So, wir gießen jetzt das heiße Wachs vorsichtig in das Schneckenhaus rein. Ihr werdet euch wundern, was da alles reinpasst. Ihr seht, unsere Kerze ist soweit fertig. Das habe ich ein bisschen verschüttet, alles halb so schlimm. Jetzt warten wir, bis das Wachs hier kommt. Jetzt kommt der große Moment. Wir probieren aus, ob unsere Binsen, Bienen, Schneckenkerze auch wirklich funktioniert. Das sieht doch schon ganz gut. Also ihr seht, liebe Kinderautoren, mir ist ein Licht aufgegangen, wie sich aus dem Mark der Binse, dieser Wasserpflanze, dem Bienenwachs und einem Schneckenhäuschen eine wunderbare, ganz simple, tolle, kleine Kerze basteln lässt, die ihr mal hinstellen könnt bei euren Outdoor-Aktivitäten. Übrigens auch eine Bastelei, die sich mal lohnt, bei einem Kindergeburtstag auszuprobieren oder wenn ihr auf der Hütte mit den Kindern unterwegs seid. Ganz simpel, ich habe es auch geschafft, dann kriegt ihr es ja auch hin. Und wie ihr seht, wir haben unsere eigenen Ideen, wir kopieren nicht, das überlassen wir wieder wie immer anderen. Also habt viel Spaß draußen mit den Kindern, schaut bei uns rein bei Kinderautorie, wir haben Kochrezepte, Tourenvorschläge, Ausrüstungsideen und so weiter und so fort. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut, kinderautorie.de, also ich würde es liken und abonniert unseren YouTube-Kanal und ihr werdet lebenslang glücklich und zufrieden sein. Halleluja in dem Sinn, Servus, euer...